Hallo liebe Total War Fans, willkommen bei einer weiteren Vorstellung von einem Medieval 2 Kingdoms Mod, dem Mod Europa Barbarorum 2. Ja, schwerer Name, aber es ist ein Rome, also wie im neuen Rome 2 artiger Mod und bietet historische Korrektheit und ein gutes Balancing, aber auch ein bisschen schwerer als die anderen Mods. Aber das macht gerade wächst das aus, was eigentlich ja ich schon gerne immer hätte. Einfach mehr zu tun pro Runde und aufzupassen, dass der Kulturbonus oder Malus, sagen wir so, nicht wirkt. Und ja, weiter sage ich dann in-game. Ich will euch noch kurz sagen, der Mod ist unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr ihn downloaden. Und für alle englische Sprechende oder die gerne Englisch haben, den Mod runterladen wollen, der hat es unten auch. Und es gibt ein Deutsch-Patch, wo halt der Mod ein bisschen auf Englisch, auf Deutsch übersetzt. Und ja. Also, zum ersten, wenn ihr startet, ich weiß es nicht, ob es in der Steam-Version auch so ist, ich habe die Nicht-Steam-Version und dort ist es so, wenn ihr auf Einzelspieler geht, könnt ihr nicht mehr große Kampagne nehmen, weil sonst das Game abstürzt. Also müsst ihr auch kurz das Game neu starten, wenn ihr das aussuchen wollt. Ich gehe auf eigene Schlachten, um die Einheiten zu zeigen, aber das möchte ich jetzt gerade nicht, ich will euch auch ein bisschen etwas, ja, das zeigen und sonst müsste ich das Video nochmals neu starten, also unterbrechen und dann nochmals starten und das ist nicht so gut bei mir gerade bei Fraps und deshalb möchte ich kurz ein Spiel laden einfach und euch zeigen, wie man das so spielt und so weiter. Wir nehmen jetzt mal die aktuellste, habe ich rumgenommen einfach so zum zeigen, wie die Städte so groß werden können und so weiter. Aber im Allgemeinen spiele ich die nicht, weil die sehr leicht, sehr leicht sind. Also ja, sie haben alle ein bisschen Schwierigkeiten, aber ich finde Rom ist mit Abstand am leichtesten. Und bitte laden. Wahrscheinlich wieder durch Fraps ein bisschen länger. Bitte nicht abstürzen. Oh, Fraps. Jetzt. Komm, bitte. Ja, genau. Du schaffst es. Ja, super. So, jetzt fängt schon mal die Musik an. Und? Hast du es geschafft? Tut mir leid wegen der Länge, aber das ist ein großer Mod und Fraps macht die Sachen nur noch länger und so. Da möchte ich so schnell wie möglich auf Shadowplay umsatteln und ja. Also ihr seht, Medieval 2, eigentlich Mittelalter und jetzt ist hier alles in der Römerzeit, in der Antike, also ja, später Antike. Und ja, wie ihr seht, gibt es jetzt keine Burgen mehr und auch die Dörfer sind anders. Die Häfen sind viel teurer geworden, weil die recht viel Geld gebracht haben sonst. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel überhaupt noch gar keinen Hafen, also das ist schon ein ausgebauter Hafen, aber der wirkt eigentlich noch gar nicht so richtig als Schiffsbaustätte. Wie zum Beispiel hier in Rom haben wir Trieren, aber hier oben haben wir, nein, nicht hier. Oder ist das nicht mehr? Okay, dann ist es nicht mehr. Ah, da ist es. Libernesfried. Also, ihr könnt jetzt immer denken, die Namen und so sind alles lateinisch geworden. Aber manche Sachen sind auf Deutsch und manche sind auf Englisch, also ja, es ist noch nicht alles so final, aber der Mod macht schon riesen Spaß, vor allem weil ja eben der Kulturbonus ist da, das zeige ich euch mal kurz, da unten. Dazu habe ich zum Beispiel hellenische, also griechische Sachen, weil davor dieses Ding hier den gehört hat, Epidamnos, ich weiß jetzt nicht genau wie die heißen, Epirots, genau. Und zum Beispiel hier unten sind Griechen, Mazedonen und deshalb gehört das alles den Griechen. Hier ist zum Beispiel Karthago, die heißen realistisch jetzt Quartadasmis, was? Quartadastim, genau.
Und ich möchte jetzt euch kurz noch ein bisschen den Bauplan zeigen. Jetzt gehe ich mal zum Spiel hier drauf. Und da ist es. Gebäudekarte, genau. Also ihr seht, es gibt gar keine Metropole mehr. Es gibt nur noch Large City, große Stadt. Und aber das heißt jetzt nicht, dass jetzt das so große Auswirkungen hat. Früher hatte man einfach keine Metropolen. Eigentlich hatte das man erst in der Neuzeit, oder? Und deshalb ist es jetzt angepasst. Also wahrscheinlich gibt es die gleichen Bonus wie Metropolen und so weiter. Und zum Beispiel die Häfen sind schon recht gut. Die haben wir haben nämlich zwei, also die Häfen und die Häfengarnisonen. Und ja, ihr habt hier zum Beispiel noch keine Infos, also die Infos kommen wahrscheinlich erst später. Leider ist der Mod recht groß und wird langsam deshalb entwickelt und so. Also jetzt bin ich hier gerade übrigens am Segeste einnehmen. Ich habe alle Kraft auf diese Stadt konzentrieren müssen, sonst wären die hier weiter, hätten sich ausgebreitet. Weil so kann ich eigentlich die Ding und binden, wenn ich jetzt ein Schiff wieder hier hin machen könnte. So. Und ihr seht es auch auf der Karte jetzt. Es ist viel größer geworden. Also hier auf der Seite hat es sogar noch indische Völker. Und ja, die Gebiete sind größer geworden. Das gefällt mir sehr. Ich habe jetzt zum Beispiel extrem lange gebraucht, bis ich hier oben angekommen bin bei den Lugis. Oder hier unten, also ja, es ist gigantisch, also man sieht es vielleicht nicht ganz so, aber es ist recht Ding, weil diese Leute, vor allem die großen Armeen, können wirklich nur sehr wenig laufen. Die haben einen recht großen Malus an Bewegungsgeschwindigkeit und es gibt eine neue große Taktik, also auf Blitzangriffe der KI könnt ihr, ja, müsst ihr nicht achten. Die kommen recht langsam zu euch und Spione sind zum Beispiel nicht mehr so teuer, dafür sind sie auch nicht gut, also die haben eine recht schlechte Ding, obwohl ich sie zum Beispiel extrem ausgebildet habe. Also die haben jetzt schon mehrere Merkmale, die bekommen auch relativ langsam Merkmale über und deshalb ja, ist das eigentlich relativ schon gut. Und ihr seht jetzt zum Beispiel hier nur 58% zum Reinschauen. Und der Attentäter hat noch weniger Prozent. Das sieht man jetzt leider hier nicht, weil ich alle Dinge schon kaputt gemacht habe für einige Zeit. Und ja. Und jetzt kurz noch, bevor wir zu einem anderen gehen, zu einem anderen Reich. Die Rebellen, die haben alle Namen. Also die Städte, also die Völker, und sie gehören nicht dazu wahrscheinlich, also sie sind unabhängig und haben echt gute Truppen. Also jetzt sehe ich hier gerade einen Bogenschützen, da habe ich wirklich erst hier kann ich die Bogenschützen ausdenken, und die Plätze sind sehr begrenzt, also man muss richtig aufpassen. So, und ich möchte ja verlassen. Ich möchte einfach sagen, dass der Mod mich wirklich überzeugt hat und er wirklich lohnenswert ist, und ich hoffe, dass der Mod weiterentwickelt wird, weil ich mag Medieval 2 und die anderen Total Wars nicht mehr so. Also je neuer das Total War ist, desto weniger gefällt es mir eigentlich. Und deshalb finde ich es cool, wenn es wirklich mehr Mods gäbe für Medieval 2 oder dann Medieval 3, wenn es dann besser wird, als wenigstens Rom 2. So, ja, jetzt bin ich schon wieder falsch. Da muss ich, und jetzt nehme ich mal die Britannier. Das ist besonders da, dass ihr extrem starke Rebellen habt. Und bis ihr die ganze Insel Großbritannien erobert habt, geht noch einige Zeit, also geht recht lange. Und dafür habt ihr dann eine gute
Grundposition. Und ja, wenn ihr dann relativ mittleren Zeitalter seid, dann habt ihr auch bessere Truppen und im Späten sowieso. Aber dann haben natürlich die anderen auch bessere Truppen. Also jetzt seht ihr hier zum Beispiel, hier hatten wir nur eine einzige Stadt und ja, hier habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Kultur negative Ding, außer Tribalismus, also von den Rebellen. Und auch keine Kulturbonus, bürgerliche Unruhe oder Malus, soll ich sagen. Und ja, was haben die für Gebäude, zeige ich auch mal. Die haben jetzt zum Beispiel keine Großstadt und keine Stadt sogar. Aber das macht ihnen irgendwie nichts so aus, die brauchen keine Stadt. Und die Truppen kosten auch nicht so viel wie die Römer und so weiter. Also es ist eigentlich nicht so negativ. Aber es ist realistisch und ja, vielleicht kommt später dann noch mehr, ich weiß es nicht, ich war noch nie so weit. Es sind so extrem viele Runden, die ich machen muss. Es geht noch einige, ich bin ja auch relativ neu in diesem Mod. So, ja. Dann. Jo, was soll ich hier noch zeigen? Vielleicht mal die Diplomatie. Ich habe jetzt zum Beispiel die Verbündung genommen, damit die mich nicht angreifen. Hier sind sie. Das sind die Gallier, die heißen Auror Neu. Und sonst würden die da hier Invasionen starten. Geht nicht mehr, weil ich auch kein Schiff, also ich kann ein Schiff bauen, aber die sind relativ teuer. Ja genau, 400 Unterhalt. 395. Also ihr seht, die Nahkämpfers und die Unberittene sind viel billiger als zum Beispiel die Berittene. Und das ist ein großer Unterschied. Ja, zum Beispiel die nur 86. Dafür recht viele auf einmal. Und jetzt gehe ich nochmal zu einem anderen. Und zum Beispiel, ja, die Griechen kann ich jetzt nämlich nicht gut zeigen, wenn ich erst am Anfang bin. Ich nehme mal die Enter. Und wirklich jedes Volk fast hat eine andere Musik und die ist relativ gut. Also ja, schon fast sehr gut. Weil sie passt gut und sie ist relativ gut angepasst. Also ja, sie ist gut angepasst und ja, nervt nicht so wie die Klimpermusik aus Medieval 2. So, und hier haben wir eben die Inder. Die haben jetzt zum Beispiel auch eine Großstadt. Wahrscheinlich einfach, weil es eben realistisch ist. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit der Antike. Aber die müssen sich jetzt zum Beispiel von diesem Reich hier, Potenusa, als ja, wie sagt man dem? Also ich muss sie von der Unterdrückung befreien, muss mich von der Unterdrückung von denen befreien, indem ich jetzt hier mal eine Verbindung stelle und dann sie angreife. Und hier unten hat es zum Beispiel nur die Rebellen eigentlich. Die Eleutheroi. Und dann hätten wir die auch ein bisschen mehr. Und ja, es ist relativ gut zu spielen, aber sie haben natürlich nicht die Qualität der Truppen von Rom und auch nicht so die Wushi-Wushi, Klimper-Klimper von den Barbaren, also die richtig die reinhauen und so weiter. Aber eben jedes Volk spielt sich anders und das ist sehr gut. Und ja, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Aber ein Let's Play werde ich wahrscheinlich nicht starten, weil ich ja relativ oft auf den Desktop fliege und es einfach zu lange zum Laden braucht und alles mögliche. Also ja, mal schauen. Überzeugt mich, ich mache eins. Aber erst wenn ihr überzeugt. Ja. Und wenn ich etwas vergessen habe, ich mache gerne einen zweiten Part der Vorstellung. Schreibt es einfach unten in die Kommentare. Und eben, wenn ihr Fragen und so habt, liest bitte zuerst
die Beschreibung des Videos. Dort steht hoffentlich alles drin, was ihr wissen müsst. Und sonst klickt auf die Links, da gibt es dann noch mehr. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler.